Die Wall Street war 6 Handelstage in Folge im Plus. Die Siegesserie schien kein Ende zu nehmen, besonders am Freitag nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten und dann am Montag nach der Nicht-Einführung der Mexiko-Zölle ging es stark nach oben. Aber gestern endete diese Siegesserie mit einem minimalen Verlust der großen US-Indizes. Aber was entscheidender ist, es hat sich jetzt eine bärische Trendwende-Formation in den Charts gezeigt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Und diese bärische Trendwende-Formation wollen wir uns mal anschauen. Wir haben hier zunächst mal die Situation, dass wir einen sogenannten Shooting Star haben, charttechnisch gesehen, Gap nach oben. Dann geht es weiter nach oben, das ist hier der Chart des S&P 500, geht es weiter nach oben in der Euphorie, um dann so zu enden wie diese Kerze. Das sind normalerweise klassische Trendwendemuster, wurde dann noch bestätigt durch dieses sogenannte Bearish Engulfing Pattern, wie das in der Charttechnik genannt wird. Also eine Chartformation, die normal nicht sehr günstig ist, indem wir eben Gap nach oben, weiße Kerze, dann die nächste Kerze ist größer, die nächste rote große Kerze ist größer. Und wenn wir heute einen Down-Move haben in den US-Indizes, dann würde sich diese Formation bestätigen und dann wäre wahrscheinlich hier diese Party vorbei, die ja doch durchaus sehr, sehr kräftig gewesen ist. Hier sehen wir eine positive Trendwende-Formation, nochmal der Dochte nach unten und dann geht es saftig nach oben. Jetzt sehen wir im Grunde das Gegenteil. Und was könnte der Auslöser sein? Möglicherweise die Erwartung, dass die Zinssenkung doch nicht kommt, zumindest nicht so schnell, wie sich die Märkte das erwarten. Schauen wir vielleicht mal dazu gleich auf die Daten, die heute anstehen. Wir haben eine Rede von Mario Draghi, gestern wieder sehr viel Dovisches von FED-Mitgliedern. Rehn, der finnische Notenbankchef, der gute Chancen hat, der Nachfolger von Mario Draghi zu werden, hat auch davon gesprochen, wir haben noch viele Instrumente, die müssten wir vielleicht zur Anwendung bringen. Sogar QI ist wieder im Köcher, auch eine gestaffelte Einlagenzinse für die Banken. Andere EZB-Speaker, die sehr, sehr dovisch hier klingen. Man hat also offenkundig jetzt die Situation erreicht, dass man alles einsetzen will. Mal sehen, ob Mario Draghi hier nochmal nachfeuert. Ist eine kurze Einführung danach einer Konferenz in Frankfurt. Danach wird direkt Christine Lagarde sprechen. Auch interessant. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, das sind 14,30 die US-Verbraucherpreise. Sollten die höher ausfallen als erwartet, würde das die Möglichkeit für die Fed reduzieren, die Zinsen zu senken. Gestern hat ja Donald Trump gesagt, ja, die Inflation ist super niedrig, perfekt. Aktienmärkte steigen, nicht so perfekt, wenn man Bulle ist. Immer wenn Donald Trump sagt, wie toll doch die Aktienmärkte laufen, geht es meistens in die andere Richtung. Dazu seine Attacke auf die Fed, sein Plädoyer für den Protektionismus als die Möglichkeit, die Produktion wieder in die USA rüberzubringen. Also das wird 14,30 heute vielleicht ein wichtiger Trigger werden für die Märkte. 16,30 haben wir dann die Öllagerbestände. Gestern Abend die API-Bestände, also vom American Petroleum Institute ermittelten Bestände, deutlich höher als erwartet, über 4 Millionen Barrels dazugekommen. Das hat dem Ölpreis nicht wirklich gut getan. Wir haben auch andere signifikante Situationen an den Märkten, hier zum Beispiel die Situation, dass der VIX nicht wirklich nach unten kommt, also die Vola, die bleibt relativ hoch, kommt nicht runter, selbst an den Tagen, wo wir deutlich angestiegen sind bei den US-Indizes, ist das nicht passiert, das heißt, es gibt Bedürfnis nach Absicherung. Ich hatte gestern schon die sogenannten Euro-Dollar-Futures gezeigt, das ist insofern extrem interessant, diese Euro-Dollar-Futures sind nicht etwa ein Future auf den Euro zum Dollar als Währungshandel, sondern das ist praktisch ein extrem liquider Future, der liquideste Future, den man auf diesem Planeten finden kann, wo es darum geht, wie zukünftige Finanzierungsbedingungen für Dollarleihen sein werden. Und diese Euro-Dollar-Futures bilden ab europäische Dollarkonten, die nicht in den USA lagern, dementsprechend auch nicht von den USA reguliert werden können. Hier zum Beispiel können sich europäische Firmen absichern. Ein Euro-Dollar-Future bewegt 1 Million Dollar. Dementsprechend, wenn ich zum Beispiel als Firma weiß, ich brauche im August 10 Millionen Dollar, dann kann ich mich mit 10 dieser Kontrakte abhedgen, reduziere also mein Risiko
auf Null, was ich mit dem Euro-Dollar-Future gewinne oder verliere, das habe ich dann im Einkauf günstiger für den Kredit oder eben teurer, je nachdem. Das sind hier Anzeichen, dass wir sehr, sehr einseitig positioniert sind. Ich hatte das gestern gesagt und ich hatte gestern auch gezeigt, dass die Märkte eben sehr stark davon ausgehen, dass diese Zinssenkung kommt. Aber die Fed Fund Futures, die das auch einpreisen, neben den Euro-Dollar Futures, die haben sich schon sehr oft geirrt. Was sehr auffallend ist, ist folgende Tatsache, die Octavio Costa wieder mal sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Wir haben ein 50-Jahres-Tief im Vergleich von Commodities zum S&P 500, also Rohstoffe zum S&P 500. Und normalerweise ist hier ein Boden, das heißt, die Commodities werden sich besser entwickeln als die Rohstoffe. Das ist relativ wahrscheinlich. Gehen wir in die Charts, gucken uns an, was hier der Fall ist. Vielleicht starten wir mal mit dem deutschen Leitindex, 12.105. Es gab overnight in Asien nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Verbraucherpreise aus China völlig in der Erwartung. Wir haben die leichte Eskalation der Situation in Hongkong, große Proteste. Jetzt ist zunächst mal dieses Auslieferungsabkommen verschoben worden. Also die Politik gibt dem ein bisschen nach. Die Chinesen sehen in diesen Hongkong-Ereignissen auch die Amerikaner im Spiel und sagen, die versuchen da Unruhe zu stiften in Hongkong, um uns zu schaden. Das wird also der ganzen Geschichte nicht wirklich, wird die ganze Geschichte nicht wirklich leichter machen. Schauen wir uns die US-Indizes an. Hier zunächst der S&P 500, 2882. Wie gesagt, Bearish Engulfing Pattern, Shooting Star. Alles nicht sehr gute Zeichen, die wir hier gesehen haben. Wir haben dazu noch den Dow Jones bei 26.021. Und wir wollen uns mal anschauen, was der Euro so fabriziert. 1.1331, da geht's seit Tagen im Grunde schon seitwärts. Vielleicht wird sich das ändern mit Mario Draghi. Gold geht wieder nach oben, profitierend natürlich von dieser sehr dovischen Erwartung an die Fed. Und das amerikanische Crude Oil, das ist unter Druck bei 52,28 Dollar nach den doch stärker gestiegenen Lagerbeständen in den API-Daten. Also, wir haben jetzt charttechnisch eine Situation, die negativ ist, die muss sich bestätigen. Sollte es heute nach oben gehen, dann wäre dieses Pattern, wäre dieses Muster aufgehoben im Prinzip. Aber wenn wir heute einen Tag nach unten bekommen, wenn wir heute negative Kurse sehen, dann werde sich diese Trendwendeformation, die ich hier vorhin gezeigt habe, bestätigen. Mal schauen, was passiert. Ich wünsche das Allerbeste. Einen guten Start in diesen wunderschönen Tag, meine Damen und Herren. Servus und ciao.